ein herzliches Willkommen hier im DFB-Pokal. Ich muss mal wieder gegen die Stimmung hier ansprechen, ankämpfen hier in der guten Rhein-Neckar-Arena, meine Lieben. Herzlich willkommen. Wir spielen heute gegen meinen Lieblingsverein, gegen Wolfsburg. Und die müssen wir raufkegeln, ist ja ganz klar, ist ja vollkommen logisch. Für alle diejenigen, die jetzt meine ironische... Oh, Diego, ganz stark. Ich wollte meinen Gedanken eben noch zu Ende führen, kann ich gar nicht. So wie Wolfsburg hier aufspielt. Mandzukic geht schon am Ball. Kommt jetzt wieder zur Flanke, da kommt sogar noch zur Flanke. Unglaublich, jetzt davor da stehen. Mandzukic, Alleingang, Richtung Tor. Oh, das war knapp. Also, jetzt Leute, Konzentration bitte ist angesagt. Wir sind im DFB-Pokal gegen Wolfsburg. Die sind zwar erst gerade eben rausgeflogen gegen Inter Mailand aus der Champions League, aber trotzdem haben die noch Ambitionen. Irgendeinen Pokal wollen die nach Hause holen. Meisterschaft können sie sich, glaube ich, abschminken, aber Pokal ist drin. Es ist mittlerweile Halbfinale, meine Lieben. Wieder Mandzukic. Meine Güte, wie ist denn der drauf? Schäfer. Sehr gut gemacht hier vom Back, aber was gibt's denn? Freistoß? Ach, meine Güte. Okay, für uns. Es war Stürmerfoul. Miliz. Weit nach vorne. Okay, meine Lieben, ja, was können wir sagen über den DFB-Pokal, was wir nicht längst schon festgestellt haben? Er hat seine eigenen Gesetze, aber wenn so zwei Mannschaften hier auf Augenhöhe aufeinandertreffen, dann ist natürlich die Professionalität gefragt. Wer kann sich hier an der Stelle mal ein bisschen günstiger durchsetzen? Das sind wir mit dem 1:0, meine Güte. Kam nicht eben die Flanke wieder von Marcel Risse oder spinne ich, meine Lieben? Spinne ich. Hier, Spucki freut sich auch. Riese, selbstverständlich, setzt sich da gut durch. Meine Güte. Und Pedersen lässt sich nicht verwickeln. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. 7 Spiele sind wir schon ungeschlagen am Stück. Wenn man Europa League mit zusammenzählt und Bundesliga. Wahnsinn. So kann es weitergehen, meine Lieben. So kann es natürlich hier weitergehen. Das ist richtig geil. Das ist spitze. Das ist klasse. Und wie sagt ihr so schön? Ja, wer es weiß, wie es weitergeht, schreibt es in die Kommentare. So wie dazu. Diego, der noch für Wolfsburg spielt hier. Hier sind keine Großeinkäufe gelaufen bei Wolfsburg. Das macht sie ein bisschen sympathischer. Anscheinend ist hier, ja, Magath noch nicht angekommen oder wurde schon wieder rausgeschmissen. Eins von beiden. Vorsicht jetzt, Sanlis, Vorsicht, Mensch, und keiner deckt ihn. Miliz, Wahnsinn, mit diesem Abpraller. Reflexartig hebt er da die Hände nach oben und der Ball geht, ja, Richtung Himmel. So, meine Lieben. Pedersen. Ganz stark. Lappa. Meine Güte, Lappa rüber auf Riese. Schießt doch, Junge. Wahnsinn. Gut gemacht. Ganz stark. Da kommen die Wolfsburger gar nicht hinterher, wenn unsere Außenstürmer Gas geben. Riese, so wie Pini und Lappa. Das sind ja wirklich ganz, ganz starke Jungs. Riese jetzt sehr schön auf Sigurdsson. Sigurdsson sucht sich jetzt die Abspielposition auf Salihovic. Salihovic schießt. Aber da packt Diego Benaglio sicher zu. Meine Güte, ein Sturmlauf. Den haben wir auch zuletzt gesehen gegen Leverkusen. Können wir schon wieder so ein Feuerwerk, ein Offensivfeuerwerk abzünden? Das wäre eine ganz starke Geschichte. Ganz klar. Mandzukic nun wieder. Er ist auch gefährlich. Brandgefährlich. Hier muss Andreas Becken ein bisschen sicherer werden. Ruhig ein bisschen defensiver. Jetzt Diego. Aber ja, der Ball ging gute 3-4 Meter dran vorbei. Das üben wir nochmal. Abstoß nun für uns. Für die Hoffenheimer. Wie gesagt, wir lieben Leute nicht verwechseln, wir sind mittlerweile schon im Halbfinale. Letztes Jahr konnten wir den DFB-Pokal für uns entscheiden und haben uns so, sag ich mal, ja, die Reservekarte für die Europa League gesichert gehabt. Hatten aber dann ja, so viel Glück und so viel auch Erfolg eigentlich, dass wir uns direkt dafür qualifizieren konnten. Und nun sieht alles nach Champions League aus in dieser Saison. Und dieses Ziel dürfen wir uns mittlerweile echt stellen. Das mache ich jetzt nicht mehr so wie letztes Jahr, dass ich einfach vorsichtig bin, zurückhaltend bin. Nein, wir gehen in die Offensive, wir wollen in die Champions League. Wir wollen nämlich noch eine Saison spielen, bevor der Football Manager 12 rauskommt. Vorsicht hier, Miliz! Stark, nun schießt den Ball auch weg. Und keiner fühlt sich verantwortlich für diesen Ball. Marcel Schäfer, nun ganz alleine, hat die Möglichkeit. Aber Miliz, wieder ganz sicher. 32 Minuten gespielt, meine Lieben. Das sieht doch im Großen und Ganzen richtig gut aus für uns. Ein zweites Tor würde natürlich noch etwas Ruhe reinbringen. Vor der Halbzeit umso besser. Dann hätten es die Wolfsburger richtig schwer. Salihovic, weit zurückgegangen, macht das sehr gut. Geht auch mal mit in die Defensive. Deckt das ganze Spielfeld ab. Mit seiner Präsenz. Einer der wichtigsten Spieler bei uns, ganz klar. Slapper. Das ist Riese, aber kommt nicht ran, schade. Jetzt aber, jetzt hat er den Ball. Dreht ihn nochmal hoch rein, aber Pedersen, oder wer war das? Oder war es Sigurdsson? Habe ich nicht so schnell gesehen. Ganz stark. Die Aktion, die wir hier laufen haben, natürlich hier, da kommt Wolfsburg gar nicht ran an unsere Offensiv-Außenstürmer.
Die lassen sie komplett außer Acht. Lassen sie wirklich, die haben viel Platz, die haben viel Raum. Jetzt hier natürlich noch mit dem Foul. Ja, Freund, gib die gelbe Karte, so viel dazu. War ein bisschen zu heftig, Schäfer. Gulde nun. Der drin ist heute für Robert Huth und macht es bisher auch richtig gut. Es reimt sich, das macht Spaß. Petersen. Meine Güte. Petersen, aber Benaglio packt zu. Ich komme ja gar nicht hier aus dem Tor kommentieren raus. Also immer zu die Chancen, unglaublich. Jetzt wieder Riese. Geht da drüben auf der linken Seite. Schöne Flanke auf Lappa. Da kommt nicht direkt ran, aber das ist Beck. Petersen, ich werde verrückt. Oder Sigurdsson, wer war es denn? Petersen war es. Wahnsinn, liebe Leute. 42. Minute, 2:0 für die TSG. Und Rudi freut sich natürlich auch. Wahnsinn. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Die Stimmung ist gut, die Stimmung macht Spaß, es ist Sommer, es ist geil. Also zumindest jetzt hier im Urlaub. Da haben wir ja erst Anfang des Jahres, Mitte Februar. Da ist noch meistens ein bisschen frisch. Aber hier wird einem doch warm ums Herz. So kann es auch weitergehen gegen die Wolfsburger. Oh, sehr schönes Dribbling von Petersen. Meine Güte, was ist denn hier los? Den nimmt Lappa. Lappa wieder mit der Möglichkeit. Bringt ihn hoch. 3-0. Wahnsinn. Jetzt kriegen sie es eingefahren. Jetzt kriegen sie es ganz dick eingefahren. Das haben wir gebraucht. Das ist richtig. So muss es sein. Der Spucki freut sich auch. Lappa. So schön gemacht. So schön gemacht von Petersen. Wieder die Flanke. Wieder das Kopfballtor. Jetzt haben wir die Lücke gefunden. Jetzt haben wir die Schwäche gefunden der Wolfsburger. Einfach, ja, unsortiert in der Abwehr. Einfach so zögerlich. Meine Güte, ist die Stimmung hier gut. Und weiter geht's. Rein in die Halbzeit geht's, meine Lieben. Es ist 3:0, aber wir haben erst 45 Minuten gespielt. Bis gleich. Und hier sind wir auch schon wieder in der zweiten Halbzeit, meine Lieben. Weiter geht's. Lass knacken, Jungs. Lass knacken. Dejaga ist am Ball, der Wolfsburger. Kommen die nochmal zurück? Ich glaube nicht. Oh, jetzt die Möglichkeit für Mandzukic. Der ist gefährlich. Den können wir uns echt mal auf unsere Beobachtungsliste setzen. Der ist ein richtig guter offensiver Spieler. Aber da haben wir ja richtig gute. Oh, sehr schön gemacht. Aber Milic packt da sicher zu. Weiß einer noch, woher wir ihn haben? Den haben wir uns geholt noch vor dem Saisonstart. Noch in der Transferperiode vor Saisonstart 2010, 2011. Aus der zweiten Mannschaft von Werder Bremen oder sogar aus der Jugend. Ich weiß nicht, ich glaube zweite Mannschaft. Ein Wechsel. Sredan Lakic kommt. Und jetzt kommt noch Mbokani für Makoto Hasebe. Weiter geht's. Aber ein 3:0 schafft natürlich jetzt die richtige Ruhe, die wir brauchen. Wieder eine gelbe Karte für Sambi. Und weiter geht's. 53 Minuten gespielt. Wir schauen mal, was wir noch rausreißen können. Riese, ganz stark. Ja, super, Sigurdsson. Wieder rüber auf Riese, wie er den Ball annimmt. Ganz schön, Flanke, rein. Aber diesmal wird er abgewehrt, der Ball. Meine Güte, was für ein Sturmlauf. Jetzt geht's schnell, Vorsicht, jetzt sind wir ausgekontert, jetzt müssen wir aufpassen. Mbokani, ganz gut gemacht, ganz sicher gemacht von Andreas Berg, wie er sich den Ball da erkämpft und Foul an Lappa. Müssen wir ein bisschen aufpassen, damit können wir unsere Stürmer ein bisschen schonen vielleicht. Bringen jetzt Luc de Jong, das ist Lappa nochmal am Ball. Würde ich ganz gerne Luc de Jong bringen. Oh, jetzt Risse. Wieder schön rüber auf Lappa. Jetzt machen wir das eben fix. Lappa geht raus, Luc de Jong geht rein. Und Jean-Jacques Gosso kommt auch wieder rein für Emre. Und dann warten wir noch kurz, dann bringen wir vielleicht noch Ibisevic kurz vor Schluss. Da kommen sie auch schon. Luc de Jong mit seinem gelben Schüchlein sieht er gut aus. Top. Für Penim Lappa und das ist Jean-Jacques Gosso für Emre, den wir ein bisschen schonen können. So wie es aussieht, haben die Wolfsburger auch nochmal gewechselt. Da schauen wir gleich mal rein, wer da reinkommt. Und zwar ist es Cicero für Sascha Rita. Und weiter geht's. 60 Minuten gespielt. Das ist Sanli. Hat eigentlich viel Platz. Aber zieht nicht ab. Setzt sich da nicht durch. Das ist Lakic. Lakic auf Aschkan Dejaga. Helmes. Aber kriegt den Ball auch nicht sicher. Sehr schön. Jetzt hat er die Möglichkeit. Luc de Jong. Der Dribbelstar. Eigentlich ein Dribbelkünstler. Macht das hier ganz gut gegen... Rüber auf Salihovic, rüber auf Sigurdsson, rüber auf Riese und der kann flanken, meine Güte. Macht es auch direkt auf Petersen, aber nicht direkt und da ist es Möglichkeit, 4:0. Unglaublich. Wer hat sich denn da rausgestohlen? Salihovic war das, meine Güte. Erstes Tor im DFB-Pokal für ihn. Ganz stark. Was wollen wir trinken, Leute? Was wollen wir trinken? Ich mach mir gleich ein Bier auf. Hier ist er richtig, richtig geil. Gegen Wolfsburg, das macht auch Freude. 4:0 nach 67 Minuten. Jetzt haben wir die Möglichkeit nochmal auszuwechseln. Die Bisewitz bringen wir rein.
für den guten, heute wirklich hervorragenden Nils Petersen. Den brauchen wir in der Bundesliga wieder. Lüge ja. Über auf Salihovic. Der behält den Ball sicher. Gosso. Auf Nils Petersen. Das ist Luc de Jong. Nee, Andreas Beck. Jetzt kommt Luc de Jong. Jetzt ist er da. Schönes Dribbling. Mitgenommen. Den Ball. Unten ist Riese. Riese. Nochmal hoch. Und 5 zu 0. 72. Nils Petersen. 6. Tor. Im DFB-Pokal. Also hier sieht ja heute Wolfsburg. Die werden ja hier zerstört. Die werden hier auseinandergenommen. Die können sich gleich einen neuen Job suchen. Ab geht's. Tribüneputzen ist heute angesagt für die Profis von VfL Wolfsburg. Das ist gar nichts. Das ist nichts. Das ist ein Desaster, was sie hier bieten. Abwehrtechnisch ganz, ganz schwach. Aber auch eine Offensive. Keine guten Aktionen, die überhaupt für Gefahr sorgen würden. Ja, für Gefahr sorgen würden. Meine Güte. Meine Güte. Über. Wieder Riese. Auf Ibisevic jetzt. Riese. Ganz stark, ganz stark. Ihr seht, da durchsetzt. Dribbelt stark, kompakt. Rüber auf Riese. Meine Güte, nochmal die Möglichkeit. Und jetzt lenkt er den Ball ab. Der gute Benaglio. Und nochmal die Flanke hoch rein. Benaglio lenkt nochmal ab. Unglaublich. Wird es noch ein 6 zu 0? So sieht's aus. Es sieht wirklich danach aus. Wolfsburg fängt sich überhaupt nicht. Werden hier vorgeführt, werden hier deklassiert, werden hier behandelt wie ein Drittligist. Wie ein, ja, ein Verein aus der untersten, ja, aus der untersten Liga, die man sich vorstellen kann. Kreisklasse A für Millionäre. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt. Sehr schön gemacht von Forsa. Ganz sicher. Erobert sich da den Ball. Nochmal die Möglichkeit. Jetzt Forsa kommt unten. Macht zu. Jetzt aber Miliz. Miliz. Forsa hat den Fuß noch drin. Ganz stark. Gesamtleistung heute. Weltklasse. Weltklasse. Forsa geht hinterher. Vorsicht jetzt. Forsa. Da ist er. Da ist der Ehrentreffer. Meine Güte, haben sie nochmal reingekriegt den Ball. Unglaublich. So viel dazu. 83. Minute, meine Lieben. Es geht weiter. Ich weiß nicht, ob ich das alles in 15 Minuten reinkriege. Ich weiß es nicht. Wenn ich mich nicht das ganze Finale hier in zwei Parts angucken. Ich weiß es nicht. Riese wieder am Ball. Bringt den Ball wohin? Geht er jetzt auf Luc de Jong? Der hat die Möglichkeit. Unten steht doch schon wieder jemand frei. Salihovic steht da frei. Und auch Ibisevic. Jetzt nochmal die Wolfsburger. Das Ding ist ja hier gelaufen für Wolfsburg. Ist ja absolut klar. 86. Minute. Riese geht doch mal ein bisschen in die Mitte. Sehr schön gemacht. Rüber auf Salihovic. Salihovic findet oben. Luc de Jong. Der kann doch natürlich gut flanken da oben. Ganz klar. Was macht er nun? Kriegt den Ball abgenommen. Ja, da fehlt ihm einfach ein bisschen die Routine. Er kann ja gut dribbeln. Das haben wir ja schon festgestellt. Haben wir auch schon gesehen in einzelnen Spielen. Aber ihm fehlt einfach die Praxis. Er kann noch nicht wirklich zu viel einsetzen. Das bleibt einfach unserem Kader geschuldet, weil wir sehr offensive Leute haben. Ganz klar. Ibisevic. Luc de Jong jetzt nochmal. Dribbel doch mal ein Stückchen, mein guter. Ibisevic. Rüber auf Salihovic. Er kriegt ebenfalls den Ball ab. Schade. 90 Minuten abgepfiffen, meine Lieben. 5 zu 1 deklassieren wir den VfL Wolfsburg hier in der Rhein-Neckar-Arena im DFB-Pokal-Halbfinale und stehen somit im Finale. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Bis gleich.